Hallo Freunde der leichten Unterhaltung, willkommen zurück zu Fahrenheit. Und wir sind mit Carla und dem, ja, dem Lesezeichen in ihrer Wohnung, nachdem ich in den letzten Minuten der letzten Folge so überhaupt nicht rausbekommen habe, was ihre Idee ist. Und mir ist jetzt mal noch aufgefallen, vielleicht sollten wir mal zu ihrem Nachbar gehen. Vielleicht hat, weiß der ja irgendwie was, damit anzufangen. Tut mir leid, dich zu stören, Tommy. Keine Sorge, ich war sowieso noch nicht müde. Worum geht's denn? Es geht um eine Untersuchung und du könntest mir da vielleicht weiterhelfen. Sag mal, kann man einer Börsennotierung entnehmen, in welcher Bank sie gedruckt wurde? Eigentlich schon, denn Bankpapier hat immer ein Wasserzeichen. Mit dem ID-Code der Bank. Der ID-Code steht im Wasserzeichen? Das werde ich gleich mal überprüfen. Danke, Tommy. Gute Nacht. Nacht, Carla. Vielen Dank. Ist hier sonst noch irgendwas? Wenn wir schon mal dabei sind. Naja, außer an der Tür. Gut. Hätte ja sein können, dass wieder hier irgendwo so eine Karte rumschlubbelt. So. Super. Ich rufe Tyler an. Okay, dann rufen wir ihn mal an. Wo war nochmal das Telefon? Das ist eine gute Frage. Da. Ja? Auf dem Lesezeichen müsste ein Wasserzeichen mit dem Bankcode drauf sein. Ich guck nach und ruf dich zurück. Es ist ein reines Hin- und Hergegucke hier. Zup, zup, zup. Gut, dann gehen wir wieder zu Tyler. Er ist allerdings ein bisschen angespannt. Vielleicht hilft ihm ja hier, wie wir es ja schon mal beim letzten Mal hatten. Bisschen Kaffee, bisschen Wasser. So, ja, immerhin. Ja. Yeah. Und dann gucken wir mal auf dem. Okay, jetzt muss er sich, wie es aussieht, dazu erstmal hinsetzen. Um dieses Lesezeichen anzuschauen, ja. Und nun? Wollt's mich forschen? Nee. Immer noch derselbe Sheet. Wieso? Wieso kann ich jetzt dieses Teil Carla gehen? Vielleicht ist ja bei ihr noch irgendwas hier. Okay, sie kann jetzt dieses Teil da nicht mehr anfassen. Finden wir jetzt irgendwas noch im Computer? Nee. Gut, das heißt, ich habe zwar keine Ahnung. Ich bin jetzt wieder so ein bisschen ratlos. Deswegen trinken wir erstmal einen Kaffee.
Wasserzeichen von diesem Teil überprüfen, ist ja alles schön und gut. Aber... wie? Weil diese Detektive schon arbeiten. Nee, Basketball jetzt spielen. Also er muss sich hinsetzen. Vielleicht Licht anmachen, die Lampe. Oder ist sie nehmen jetzt an, okay. Und jetzt mal diese Teil untersuchen. Vielleicht macht das ja dadurch. Ich kann auch nichts drücken hier währenddessen. Ah, okay. Wie das Licht mit Hilfe des Joysticks oder der Richtungstasten. Okay. Ne, so nicht. Gut. Mindestens wissen wir jetzt schon mal. Ach, Richtungstasten waren ja in dem Sinne jetzt die Falltasten, glaube ich, oder? Ich glaube, ich hab's. Ich hab's. Ruf sie an, Tyler. Tyler? Ich hab den Code. Es dürfte ein Kinderspiel sein, die entsprechende Bank zu finden. Diesmal haben wir ihn in der Hand. Ich glaube, ich statte der Bank morgen einen Besuch ab. Soll ich gehen? Okay, geh du. Wir treffen uns dann später auf der Wache und gehen alles durch. Bis morgen, Tyler. Bis morgen. Wir wollen ja Tyler mal ein bisschen hochpushen hier. Und jetzt sind wir bei Lukas. Ran ans Telefon. Lukas Kane? Naster Nachtitlan, Kastanichli, Quechnitlanar, Nastilan, Klechni, Ratsnach, Quechtlinar, Vatanov, Quechnitlar. Jetzt geht's wieder los. Uah. Ach du Scheiße. Hui. Da fliegen uns die Pfeile aber um die Ohren. Das ist das schön, wenn man sich eigentlich mal irgendwo an der Nase jucken müsste, aber das klappt gerade ein bisschen schlecht. Wie viele Sachen kommen da jetzt hier nur noch, ey, Leute? Ja, kämpf dagegen an, Lukas! Ich frag mich überhaupt, wo er hin will. Will er aus der Wohnung raus? Oder will er auf die Toilette, wo ihm ein paar scharfe Sachen entgegenfliegen können?
finde es ja ein bisschen übertrieben. Aber okay. So, könnt ihr jetzt endlich mal... Ja, natürlich. Bin ich hier bei Inception oder was? Eine sehr lange Actionsequenz hier. So kann man natürlich auch seine Bude mal schnell neu ausräumen und bei Ikea oder sonst wo neue Möbel kaufen gehen. Geh nicht ins Licht, Lukas. Das ist aber unsere einzige Möglichkeit. Geschichte verfolgte mich die ganze Nacht. Ich musste das hat sich ja gelohnt. Musste ihn sprechen, um zu erfahren, was Agatha ihm erzählt hatte. Ich wollte ihm von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen und die Wahrheit hören. Ich war noch nie bei ihm gewesen und fand seine Wohnung nicht sofort. Okay. Nee, ich glaube nicht, dass er hier wohnt. Versuch's mal hier. Lucas Kane. Hier ist es. Schön. Lukas? Lukas, mach schon auf! Lukas! Ich könnte schwören, da drin hat jemand geschrien. Dem Portier zufolge ist Lukas zu Hause, aber er macht nicht auf. Lukas ist in Gefahr. Mir bleibt keine andere Wahl. Na, dann wollen wir mal. Na, das ging aber schnell. Los. Alle Wächter. Lukas! Oh mein Gott! Jetzt komm schon! Lukas, um Himmels Willen! Bist du verrückt? Was ist mit dir los? Die Wände wurden weggeblasen. Der Wind, der Sturm, ich... Warum hast du das getan, Lukas? Warum? Jemand versuchte, mich umzubringen. Um Himmels Willen, Lukas! Außer mir und dir ist hier doch niemand. Du warst allein, als ich ankam. Ganz allein, Lukas! Ich verstehe nicht, was los ist, Markus. Was ist mit mir los? Beruhige dich, Lukas. Alles wird gut. Ich werde dir helfen. Ganz sicher. Komm her, Bro. Ich hatte Markus schließlich überzeugt, mich rausgehen zu lassen. Ich hatte fast den ganzen Tag geschlafen, während er über mich gewacht hatte. Ich musste raus und wieder in die Wirklichkeit zurückkehren. Meine körperliche Verfassung verschlechterte sich rapide. Meinem Geisteszustand erging es ähnlich. Ich spürte, wie ich abglitt,
Und ich wusste, ich würde bald den Boden unter den Füßen verlieren. Hallo, Inspektor Tyler Miles, New Yorker Polizei. Die Polizei. Sie haben mich. Tja, was mache ich, wenn ich jetzt aufstehe? Zu spät, um zu versuchen zu fliehen. Ein Fetzen Computerpapier. Muss ich als Lesezeichen benutzt haben. Ja, dann sollten wir es mal wegschmeißen. Oh, das verstecke ich am besten. Aber wo? Willst du mich verarschen? Kann ich nichts weiter machen hier? Okay. Packen wir es vielleicht mal darin, wenn. Ah, okay, geht nicht. Und dann arbeiten wir mal einfach, wa? Und anders konnte ich jetzt sowieso nicht großartig machen. Okay, na, dann bin ich mal gespannt. Hallo, Inspektor Tyler Miles, New Yorker Polizei. Sind Sie Lucas Kane? Ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen. Tja, ich verstehe bloß nicht, wie ich Ihnen da behilflich sein könnte. Nun, kann man nie wissen. Dauert nicht lang. Na dann, schieß mal los. Was möchten Sie wissen? Können Sie bestätigen, dass dieser Ausdruck von hier stammt? Oh, fuck. Ja, das Papier stammt von hier. Das Wasserzeichen enthält unseren ID-Code. Lässt sich irgendwie feststellen, wer es ausgedruckt hat? Der Direktor hat mir bereits einige Infos gegeben. Mal sehen, ob ich noch mehr erfahre. Diese Art Papier wird von den Börsenhändlern benutzt, um ihre Notierungen auszudrucken. Aber von denen gibt's hier über 100. Dieser Typ ist echt angespannt. Ist wahrscheinlich nervös, weil er verhört wird. Der hat eh eine Oge eben. Aje. Alles in Ordnung, Herr Kane? Ja? Ja, entschuldigen Sie. Lässt sich feststellen, auf welchem Drucker genau diese Seite ausgedruckt wurde? Schon recht. Fuck! Hören Sie, ich hatte einen harten Tag. Wenn es Ihnen nichts ausmacht... Ich hatte auch einen harten Tag, Herr Kane. Je schneller wir das hinter uns bringen, desto besser für alle. Also beantworten Sie bitte meine Frage. Nein, leider nicht. Unsere Drucker hinterlassen keine identifizierbaren Spuren. Mithilfe einer Zeugin haben wir ein Phantombild erstellt. Würden Sie bitte einen Blick darauf werfen? Mein super Phantombild. Aje. Hey, alles in Ordnung? Ja, alles klar. Mensch, ich muss die Ruhe bewahren. Erkennen Sie jemanden? Nein, da fällt mir niemand ein. Tut mir leid. Niemand? Naja, hätte ja sein können. Den Mörder werden wir wohl nicht so schnell schnappen. Das Phantombild scheint unbrauchbar zu sein. Puh. War vielleicht gar nicht mal so schlecht. Depressiv. Ja, cool. Fehlt Ihnen wirklich nichts? Ich glaubte... Entschuldigung.
Kam Ihnen hier in letzter Zeit was ungewöhnlich vor? Scheiße! Nun, ich kenne hier eigentlich nicht gerade viele Leute. Ich mache bloß meine Arbeit und halte mich lieber abseits. Einer Ihrer Kollegen sagte mir, Sie hätten sich gestern, etwas komisch verhalten. Ja, ich fühlte mich nicht so gut. Aber ich dachte nicht, das würde Sie interessieren. Seltsam. Seine Vorderarme sind verbunden. Warum wohl? Haben Sie was an den Armen? Ich habe zu Hause was repariert und hatte einen dummen Unfall. Ich habe wohl eher zwei linke Hände. Sind Sie das da neben dem Priester? Einer Ihrer Freunde? Der Priester sieht ihm verdammt ähnlich. Vielleicht ein Familienmitglied? Ja, komm. Das ist mein Bruder, Markus. Yeah! Die Bitch ist da, die Fette. Völlig fertig. Sind Sie sicher, dass Ihnen nichts fehlt? Sie sehen schlecht aus. Ist nur eine leichte Erkältung. Natürlich. Erkältung. Wenn ich erkälte, dann niese ich. Wenn ich erkältet bin. Naja. Dieser Typ kommt mir geistig labil vor. Er könnte durchaus der Täter sein. Das muss ich checken. Haben Sie Zugang zu dieser Art von Papier, Herr Kane? Ja, sicher. Ich warte die Computer und habe somit Zugang zu all unseren Papiervorräten. Dieser Ausdruck könnte sogar von meinem Drucker stammen, wenn Sie darauf hinaus wollen. Würden Sie mir bitte sagen, wo Sie am 26. Januar abends waren? Hören Sie, ich war nicht in diesem Restaurant, wenn Sie darauf hinaus wollen. Woher wussten Sie, dass ich den Mordfall vom Restaurant untersuche? Aber Sie haben gesagt, jetzt gerade so richtig davon habe ich keine Silbe erwähnt. Ich muss Sie bitten, mit mir zur Wache zu kommen, um ein paar Dinge zu überprüfen. Ja, komm, mach mal. Und damit endet meine Geschichte. Ach, hör doch auf. Mein Verhalten und meine Antworten erweckten Verdacht. Ich hatte kein Alibi und meine Fingerabdrücke stimmten mit denen im Restaurant überein. Ich werde den Rest meiner Tage im Gefängnis verrotten und nie erfahren, was an jenem kalten Januarabend wirklich geschehen ist. Denn für meine So, Freunde, da bin ich wieder. Nachdem es ja uns ja mal wieder Game Over passiert ist, sind wir hier wieder gelandet. Die ganze Szene Hallo, also Inspektor Tyler Miles, für den Arsch. Polizei. Sind Sie Lucas Kane? Finde ich ein bisschen muss Ihnen ein paar Fragen stellen. Ja, dämlich gemacht, dass man das jetzt alles wieder machen muss. Machen wir das mal anders. Worüber? Ich untersuche einen Mordfall. Und wir haben allen Grund zu der Annahme, dass der Mörder in dieser Bank arbeitet. Was möchten Sie wissen? Können Sie bestätigen, dass dieser Ausdruck von hier stammt? Bin gespannt, ob er das Wasserzeichen erwähnt. Nein, der könnte überall gedruckt worden sein. Lügen wir einfach mal. Schauen Sie mal genauer hin. Das Wasserzeichen enthält den ID-Code von Ihrer Bank. Das bedeutet, das Papier stammt von hier. Das ist mir völlig entgangen. In der Tat, dann muss dieses Papier von hier stammen. Lässt sich irgendwie feststellen, wer es ausgedruckt hat? Der Direktor hat mir bereits einige Infos gegeben. Mal sehen, ob ich noch mehr erfahre. Diese Art Papier wird von den Börsenhändlern benutzt, um ihre Notierungen auszudrucken. Aber von denen gibt es hier über 100. Scheiße. Alles in Ordnung, Herr Kane? Nö. Ja? Ja, entschuldigen Sie. Immer noch nicht. Lässt sich feststellen, auf welchem Drucker genau diese Seite ausgedruckt wurde? Was hat er bloß? Meine Fragen scheinen. Was hat er bloß, hey Mann? Nein, leider nicht. Unsere Drucker hinterlassen keine identifizierbaren Spuren. Mithilfe einer Zeugin haben wir ein Phantombild erstellt. Würden Sie bitte einen Blick darauf werfen? Ja, sicher. Ich
Frage ist, was passiert, wenn ich überhaupt nichts drücke? Wird er denn völlig plemplem oder? Ich verstehe es nicht so richtig. Hey, alles in Ordnung? Ja, alles klar. Mensch, ich muss die Ruhe bewahren. Erkennen Sie jemanden? Nö, immer noch nicht. Nein, da fällt mir niemand ein. Tut mir leid. Niemand? Naja, hätte ja sein können. Den Mörder werden wir wohl nicht so schnell schnappen. Das Phantombild scheint unbrauchbar zu sein. Heißt, wenn seine jetzt wieder fehlt ihnen wirklich nicht? Völlig am Boden bin ich da wieder down. Ich glaubte, Entschuldigung. Werde ich dann wieder gleich verhaftet oder? Kam Ihnen hier in letzter Zeit was ungewöhnlich vor? Ich habe schon gehört, was gestern mit ihm los war. Bin gespannt, ob er was dazu sagt. Ja, ich habe manchmal epileptische Anfälle. Zwar eher selten, aber dann recht heftig. Und genau gestern war dies der Fall. Ich befürchte, das hat ganz schön Aufsehen erregt. Aber ansonsten geht hier immer alles seinen normalen Gang. Ach, Ficken. Haben Sie was an den Armen? Sind meine Arme Teil Ihrer Untersuchung? Oh Mann, natürlich nicht. Ich war bloß neugierig. Sind Sie das da neben dem Priester? Einer Ihrer Freunde? Fuck. Das ist mein Bruder, Markus. Sind Sie sicher, dass Ihnen nichts fehlt? Sie sehen schlecht aus. Ist nur eine leichte Erkältung. Dieser Typ kommt mir geistig labil vor. Er könnte durchaus der Täter sein. Das muss ich checken. Haben Sie Zugang zu dieser Art von Papier, Herr Kane? Wollen Sie mich etwa irgendeiner Sache beschuldigen? Ich möchte nur, dass Sie meine Frage beantworten. Ja, sicher. Ich warte die Computer und habe somit Zugang zu all unseren Papiervorräten. Dieser Ausdruck könnte sogar von meinem Drucker stammen, wenn Sie darauf hinaus wollen. Würden Sie mir bitte sagen, wo Sie am 26. Januar abends waren? Ich bin diese Fragerei langsam leid. Wenn Sie mich irgendeiner Sache beschuldigen wollen, dann bringen wir es hinter uns. Tut mir leid, das sind reine Routinefragen. Mir ist nicht gut. Ich spritz mir mal eben Wasser ins Gesicht. Gehen Sie ruhig. Ich warte hier auf Sie. Ich hoffe, ich komme nicht wieder. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge sehen, wie es weitergeht hier. Während er sich gleich umgucken darf, der Tyler bestimmt. Und Lukas sich angeblich Wasser ins Gesicht spritzen will. Und ja, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zusehen. Das war Folge 9 von Fahrenheit Let's Play. Und ja, dann bis zur nächsten Folge. Ciao.